Rostock im Dezember. Die Stadt ist festlich dekoriert. Ein Weltstar hat sich unauffällig in die Menge gemischt, um einmal einen deutschen Weihnachtsmarkt mitzuerleben. Robin Gibb lebt in Miami und auf der Isle of Man. In England gehört ihm eine ganze Grafschaft. Aber auch die Rostocker Altstadt scheint dem Ex-BG gut zu gefallen. Ich finde es schön, sehr originell. Sowas sieht man in England nicht gerade oft, diese Art von Märkten. Es ist echt interessant zu sehen, wie viele Leute hierher kommen und feiern. Stille Nacht mal auf Englisch. Für Robin Gibb ist dieses deutscheste aller Weihnachtslieder ein Highlight auf seinem Weihnachtsalbum. Ein Lied, in dem er seine Gefühle zum Ausdruck bringen kann. Musik ist wie Religion für mich. Da fühle ich mich am wohlsten. Musik gibt mir viel Trost. Da finde ich meinen Frieden. Der Stand mit den bunt verzierten Lebkuchenherzen scheint es Robin besonders angetan zu haben. Nach einigem Suchen findet er trotz mangelnder Deutschkenntnisse eins mit der passenden Botschaft. Das ist für meine Frau. Ich hatte ihr gesagt, dass ich ihr was mitbringe, und das ist es. Für Robin soll Weihnachten nicht das Fest der großen Geschenke sein. Ich habe keine Wünsche für mich selbst, nur, dass es Frieden gibt in der ganzen Welt, dass alle mit dem Kämpfen aufhören und dass Kinder leben dürfen. Nicht nur den Bee Gees haben Robin Gibbs Songs zum Welterfolg verholfen. Auch Diana Ross, Barbara Streisand oder Destiny's Child haben ihm einige Hits zu verdanken. Nun kehrt er zurück zu seinen musikalischen Wurzeln. Es ist ein Album mit Lieblingsweihnachtsliedern, die ich als Kind sehr gemocht habe und die mich als Songschreiber beeinflusst haben. Und übrigens nicht nur mich, auch die Beatles und Elton John. Wir sind alle von diesen Liedern aus der Kindheit geprägt. Von Deutschland aus geht's in die USA, weit weg von seinen Liebsten. Deshalb wird Robin Weihnachten wohl hauptsächlich am Telefon verbringen. Ich war immer unterwegs oder im Studio. Es ist immer schwer, alle zusammenzukriegen. Unsere Familie ist in der ganzen Welt verstreut. Ich bin auch Vegetarier und rauche und trinke nicht. Unser Weihnachtsfest ist deshalb sowieso anders, weil ich kein Fleisch esse und so. Aber ich bin daran gewöhnt. Ein paar Rostocker haben schon ihr Weihnachtsgeschenk. Ein Autogramm ihres Lieblings-Bee Gees. Bye bye, everyone. See you again. Bye. Merry Christmas.